Grüß euch, meine Freunde. Ja, und zwar, weil ich immer früh unterwegs bin, auf Trail fahren, dann, wie ihr wisst, gern wandern. Ja, und so auch gerne mal wohin fahre. Und ehrlich gesagt, nicht wirklich Bock dazu habe, da jetzt mal irgendwo ein Zimmer zu mieten. Ja, was haben wir sie da gekauft? Einen Bus haben wir sie da gekauft. Ich fahre den Bus selber zum Camper umzubauen. Ich werde daraus eine geile Videoreihe machen. Wo soll ich mit dabei sein? Keine Zeit, gibt es einmal eine kleine Bestandaufnahme übers Gerät selber. Schaut euch das an, es ist ein alter Fiat Ducato. Das schaut mit 280.000 Kilometer. Also im Endeffekt haben wir eigentlich Arbeit gekauft. Früharbeit. Ja, überall ein bisschen rostig. Das werden wir gleich als erstes einmal anstarten. Aber sonst genug Platz für die Radeln, zum Campen, für alles. Ich war mit denen auch schon einmal jetzt Radl fahren mit dem Bus, deswegen mein Radl steht auch schon hinten drinnen. Und ich bin ohne Probleme bis nach Maribor von Graz gefahren und dann wieder heim. Also, Gerät haltet. Ja, da waren auch gerade zwei Verrückte unterwegs. Ein Mann ist einer Frau nachgefahren und war dauerhaft auf der Hupen. Ja, weiß auch nicht, was da los ist. Also, schauen wir uns das Gerät einmal an von innen. Hinten sogar mit zwei Fenstern. Die werden wir wahrscheinlich noch zumachen. Da drinnen steht das Radl schon. Ja, das wird mein Campinggerät. Da, sogar ein Radlträger mit dabei. Brauche ich nicht mehr hinten aufschnallen, kann ich alles reinschmeißen. Da oben mit genügend Staufläche sind natürlich auch schon die Radlsachen oben. Ich muss ehrlich gesagt sagen, mir war es auch ein bisschen wichtig, dass er hinten noch ganz so wild ausschaut. Und das ist auch so. Die Radkästen sind noch relativ in Ordnung, das ist noch ganz okay. Isolieren werden wir halt komplett müssen. Man sieht ja, das ist alles blank laut. Wenn wir einmal komplett isolieren. Rückfahrkamera hat er schon oben. Er hat sogar schon Android-Radio drinnen mit Rückfahrkamera. Da sieht man natürlich auch schon ein bisschen rauskommen. Aber ja, wie gesagt, es ist halt Arbeit, was ich mir gekauft habe. Aber dafür, wenn es nachher fertig ist, ist es umso geiler. Anhängervorrichtung hat er auch oben, das heißt, meine Freundin könnte damit auch Turnier fahren. Ob das wirklich sein muss, weiß ich nicht, aber schauen wir mal. Geile Stahlfelgen. Richtig geil. Ein bisschen rostig, keine Ahnung, was gemacht. Ja, und da sieht man es halt, da ist überall die Unterbodenschutzscheiße oben. Das werden wir einmal komplett overholen müssen, alles. Dann neu machen, da sieht man es eh schon ein bisschen. Da kommt er ganz leicht raus. Aber das Wochenende geht schon los. Ich habe schon alles Mögliche einkauft, dass wir das richten können. Und dass wir den wieder picobello zusammenbringen. Ein bisschen so Öl für den Falz, dass da nicht mehr weiter rosten kann. Der komplette Unterbodenschutz kommt aber. Das, was rostig ist, wird mit Rostumwandler behandelt. Nachher wird er noch grundiert und neu lackiert. Komplette Lackierung werden wir nachher im Winter machen. Jetzt ist es mal wichtig, dass der Rost weggeht. Ah ja, was ich noch dazu sagen muss, bitte. Pickel ist Nike. Obwohl mich das ein bisschen wundert, weil wenn ich auf die Rückseiten hingehe. Ah ja, greifen wir da mal eine unterhalb. Ah, wo habe ich es? Wo habe ich es? Schau, jetzt finde ich es gar nicht an. Ah, doch, da habe ich es. Ja, so schaut das aus, was da runterkommt. Das mit einem Pickel. Also da werden wir was machen müssen, ja, definitiv. Aber macht ja Spaß. Macht ja Spaß, wenn man was zum Tun hat. Ja, Solaranlage wollte ich noch aufmachen. Also halt ein richtig geiles Campergerät. Und sonst da überall halt auch alles voll mit dem Wix-Unterbodenschutz. Ja, da werden mir wahrscheinlich noch einige Überraschungen erwarten darunter. Und sonst zeige ich noch, wie das Gerät von innen ausschaut. Muss ich ehrlich gesagt sagen, für die Kilometer echt noch gut benannt. Also da sieht man es eh. 279.000, aber sonst echt Sitze. Tippitoppi noch. Gibt's nichts. Handbremsen.
Ja, das wird auch der Spaß werden. Da werden wir am Wochenende reinschauen. Darunter wird's wahrscheinlich, wird mich auch das Grauen erwarten. Aber gemacht wird's. Gemacht wird alles. Muss gemacht werden. Was will ich noch dazu sagen? Draußen ist ein bisschen kühl. Ich habe mir heute die kurze Hosen angezogen. Das war vielleicht ein bisschen voll. Ne? Da hat er schon getuned mit LEDs drinnen. Dass wir ein besseres Licht haben. Da natürlich, das darf auch nicht fallen. Das kleine Händel. Rückwand werden wir nachher auch noch rausnehmen. Angeblich sollte, bevor ich das Gerät gekauft habe, der Zahnriemen gemacht worden sein. Das habe ich schon nachgeschaut, das stimmt. Ölwechsel braucht er. Das habe ich schon alles bestellt. Also alle Filter einmal neu, Öl neu, dann soll es wieder passen. Angeblich hat er auch ein neues Getriebe bekommen. Eine neue Kupplung. Neue Injektoren. Injektoren habe ich die Rechnung gesehen, die sind wirklich neu. Hoffen wir, dass mir das Gerät noch sehr, sehr lange begleitet und dass ich die ganze Arbeit, was ich da reinstecke, nicht für die Fische ist, aber wiederum, naja, habe ich schon geschaut, Tauschmotoren gibt es alles für das Gerät. Das ist alles spottbillig. Also selbst wenn echt zum Austauschen wäre, du kannst alles für das Gerät bestellen, alles. Das passen die Neigenteile noch immer. Jo. Fahren du das ja echt super, da gibt's nichts. Ist halt ein altes Gerät. Da habe ich Spezialtaste. Und da habe ich Spezialtaste. Lass mal da ein bisschen zur Sicht. Ja, da ist Spezialtaste. Die eine ist für die Nebelscheinwerfer. Und kennt ihr im Bugatti Veyron, den das Knopf, wo er dann wirklich die volle Leistung freigibt? Das ist dann der. Der da unten. Da kommt die 1000 PS. Ich schwöre es euch, 1000 PS. Wie gesagt, das Wochenende startet das Projekt mit Entrostung. Da werde ich euch natürlich mitnehmen und euch das zeigen, wie ich das angehe, wie ich das mache. Ich habe mir selber über YouTube alles beibracht, also hoffe ich, dass das gut hinhaut. Falls irgendwer eine Bedenken hat, kann es natürlich gerne in die Kommentare schreiben und kann mir gerne ein paar Tipps geben. Zum Schluss gibt es jetzt noch einen kleinen Born. Ich hoffe, er gefällt euch. Fight the fear when I feel like dying. I'm trying to fly high, but I'm not a pilot, can't deny it. There's some days I feel idiotic, just a product of a system where you're lucky just to make a dollar. That ain't gonna stop me cause my grind's contagious. I'll do what it takes to turn passion to paychecks. And if I go down, I'ma do it on my terms. And every single problem brings a lesson that I learned. The darkest night, when things seem so broken, it's hard to... Jetzt wieder ein, wenn ich den Bus umbaue und das alles herrichte. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Lasst mir ein Like da, abonniert meinen Kanal. Wenn ihr sehen wollt, wie es weitergeht mit dem geilen Bus, wie die Rostbehandlung fallen wird, auf das freue ich mich schon am meisten. Das wird sicher Spaß werden. Passt, dann sehen wir uns im nächsten Video.